Es ist eine Geschichte, wie sie Hollywood wohl besser nicht hätte schreiben können. Und dabei findet sie für Moritz Wagner genau hier statt. 6 Uhr morgens, Düsseldorf Flughafen. Der DBB-TV-Roadtrip zu den deutschen NBA-Profis kann beginnen. 6 Jungs in 3 Städten. Als erstes steht Los Angeles auf dem Plan. 11 Stunden Flug später, das erste Treffen mit dem Hauptprotagonisten unseres ersten Stopps, Moritz Wagner, seit Anfang der Saison Teil der Lakers. Der 21-Jährige nimmt uns mit an einen seiner Lieblingsplätze, Manhattan Beach. Keine 5 Minuten zu Fuß von seiner Wohnung entfernt. Wie so ein typischer Europäer. Ich bin oft am Strand, ich mache meine Spaziergänge wie so ein Opa. Ich habe mir auch ein kleines Fahrrad gekauft und da fahre ich manchmal am Strand lang, an der Promenade und genieße es schon sehr, die Natur, lasse mein Handy zu Hause und mache so ein bisschen mein Ding, um so runterzukommen vom Basketball. Also es ist schon ganz cool, die Möglichkeit zu haben. Langweilig wird es Moritz in L.A. also nicht, der trotz vieler Freunde auch mal die Zeit für sich genießt. Ich habe ja auch durch Michigan ein paar Connections. Also ich habe schon ein paar Freunde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Tag irgendwie aus bin oder irgendwo mit irgendjemandem zum Essen gehe. Also ich mache schon viel alleine und das lernt man auch so ein bisschen zu wertschätzen, dass man die Zeit alleine für sich verbringt. Ein Rückzugsort zum Krafttanken direkt am Meer, bei dessen Einrichtung er tatkräftige Unterstützung hatte. Meine Eltern und mein Bruder und meine Eltern sind damals hergekommen mit mir im Sommer, haben ihren Urlaub damit verbracht, quasi mir beim Einrichten zu helfen. Wir sind zu IKEA gefahren, haben die ganze Wohnung mit IKEA eingerichtet, typisch europäisch. Und so eine 90 Quadratmeter Wohnung, jetzt ehrlich gesagt nicht zu groß. Ich habe ein Gästezimmer, falls meine Eltern oder Freunde mich besuchen kommen. Ich brauche wirklich 10 Minuten zum Flughafen, 10 Minuten zur Facility. Also es ist super praktisch und ich habe halt den Strand. Das ist nicht gerade billig in Los Angeles, aber so ist es halt. Das Meer macht mich glücklich genug. Nicht nur in Sachen Wohnungseinrichtung spielt die Familie für Moritz eine große Rolle. Auch mit seinem jüngeren Bruder tauscht er sich viel aus. Wir haben gerade das Spiel gegen Malaga zu Ende geguckt, als wir vor uns gesehen haben. Also ich gucke so viel es geht. Ich FaceTime mit meinem Bruder fast jeden Tag. Der ist jetzt so alt, dass wir fast auf einem Level sind, so menschlich. Weißt du, das ist dann irgendwann hört es dann auf mit dem jüngeren Bruder sein, sondern man ist nur noch befreundet und das ist ganz schön, dass wir in dieser Ebene gerade sind und verstehen uns sehr, sehr gut und ich bin sehr, sehr stolz auf das, was er macht und verfolge ihn natürlich so viel es geht. Bist du auch derjenige, der ihm dann sozusagen den entscheidenden Tipp gibt, was man machen soll, also in Europa oder ans College gehen? Ehrlich gesagt, nein. Ich gebe ihm Tipps und ich sage ihm, wie ich das verspürt habe, aber die Entscheidung muss er selber treffen. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Das war sehr, sehr wichtig für mich, die Entscheidung selber zu treffen. Weil wenn man sie nicht selber trifft, dann hat man nicht so richtig die Power dahinter, das auch durchzuziehen. Aber ich glaube, das ist ein schlaues Bürschchen. Ich mache mir basketballisch, ehrlich gesagt, bei ihm nicht so wirklich Sorgen, weil er ein sehr, sehr harter Arbeiter ist. Und es geht, glaube ich, eher so ein bisschen um das dahinter am Basketball, was man erleben will in seinem Leben. Und, aber ich erzähle ihm von meinen Erlebnissen, ich erzähle ihm, was ich so denke. Und wie gesagt, ist ein ganz helles Köpfchen, der wird schon hinkriegen. Auch in Sachen Ernährung taugt der NBA-Rookie für seinen Bruder geradezu zum Vorbild. Ich mag gesund essen. Meine Mutter hat da und mein Vater auch haben einen sehr guten Job gemacht bei mir und meinem Bruder. Wir essen wirklich sehr, sehr gut. Ich mag dieses süße Zeug, mag ich alles gar nicht, obwohl das total Klischee klingt, aber ich bin LPG, Prenzlauer Berg, Hipster-Junge, also bin ich dem sehr gewohnt. Ich esse alles, gerade was meine Mutter macht, aber mittlerweile koche ich auch selber und das passt schon. Wenn es mal nicht ans Meer geht, bietet LA aber auch sportlich einiges an Attraktionen, wie den schwedischen Fußballsuperstar Zlatan Ibrahimovic. Schon mal Ibrahimovic getroffen? Ja, tatsächlich. Habe ich schon mal getroffen beim Boxkampf. War ziemlich cool. Ziemlich netter Typ auch, lustig drauf. Ja, und also Fußball ist hier groß, Baseball natürlich mit den Dodgers. Also LA ist ziemlich Sport, sondern ziemlich viele Sportarten. Football ist auch riesig mit den Rams und den Chargers. Also es gibt hier schon echt viele Möglichkeiten, sich andersweitig zu beschäftigen als Basketball. Und muss man aber aufpassen, dass man so ein bisschen in seiner Linie bleibt und sein Ding macht und sich nicht zu doll ablenkt.
Und so ist der Basketball dann doch überall immer mit dabei. Nach der Erholung geht's dann erstmals an Moritz' Arbeitsstätte, die Trainingshalle. Keine 20 Minuten von seiner Wohnung entfernt liegt die Trainingsanlage der Lakers. Erstmal heißt es nun warten. Ganz schön was los, was wahrscheinlich daran liegt, dass LeBron James tags zuvor Michael Jordan nach Punkten überholt hat. Dann endlich ist der Weg frei ins Halleninnere. Neben Moritz ist auch ein anderer Deutscher in der Halle, Isaac Bonga. Schnell wird klar, die beiden sind mehr als nur Teamkollegen. Mache ich eigentlich meistens mit meinen Teammates aus der G-League, aus der NBA mit Mo. Mo wohnt fünf Minuten von mir. Mal raus am Strand, wir beide wohnen am Strand. Deswegen einfach die frische Luft genießen, das gute Wetter in LA genießen, deswegen solche Sachen. Das Duo kann das Abenteuer NBA zusammen angehen. Ein Alltag, an den sich beide zunächst gewöhnen mussten. Also ich meine, der größte Unterschied ist, du spielst hier mit Männern und im College spielst du mit Kids, die mal irgendwann Männer werden. Also das ist natürlich physisch was ganz anderes, das ist ein ganz anderes Spiel, weil das Talentlevel nicht ganz so hoch ist wie hier. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Ich könnte ganz am Anfang war es sehr viel schlafen. Es ist einfach sehr viel schlafen, weil ich glaube, mein Körper muss sich an alles gewöhnen. Also mit der NBA 82 Spiele und der G-League knapp 50, also es ist eine große Belastung. Und dann die ganzen Back-to-Backs und sowas, ich glaube, daran muss man sich einfach alles gewöhnen. Am nächsten Tag heißt es Game Day. Für den Vormittag haben uns Moritz und Isaac aber noch ein paar Sightseeing-Tipps mitgegeben. Strand, Lakers-Spiel und ich würde sagen, einmal in West Hollywood so ein bisschen einen Abend verbringen. Einfach mal durch die Promenade laufen, vielleicht was essen gehen, Melrose Avenue sich das angucken. Ist schon ganz cool. LA ist eigentlich echt ein cooles Stadt und ich glaube, alles ist jetzt eigentlich positiv für mich. Und der Stau ist echt schrecklich hier, muss man so sagen, in LA, aber daran gewöhnt man sich irgendwann. Abends dann wird es ernst. Die Lakers empfangen die Boston Celtics aus dem Westen. Vor der Arena gute Stimmung bei den Fans. In der Arena letzte Vorbereitungen. Isaac und Moritz stehen im Kader der Gastgeber. Beim Warmmachen dann ein deutsches Wiedersehen mit Nationalmannschaftskollegen Daniel Theiss, der für die Celtics aufläuft. Wenig später die Meldung, Moritz wird das erste Mal als Starter das Trikot der Lakers tragen. Als ich reingekommen bin, beim Essen, als ich ziemlich früh jetzt reingekommen bin, hat es mir erzählt. Absolute Hightech auch in der Kabine. Die letzten Infos gibt's noch einmal individualisiert per Tablet. Dann geht's raus ins schrille Licht der NBA. Für Moritz sollte das 107-120 ein ganz besonderes Spiel werden. Bei seinem Starting-Debüt kam er gleich auf 22 Punkte und 6 Rebounds. So macht man das als weißer Europäer, weißt du, das ist schön, schön Freiwürfe reinmachen. Dann läuft alles ein bisschen easy. Damit endet auch der erste Teil unserer Reise. Weiter geht's in der nächsten Folge bei Maxi und Dirk in Dallas.